Hallo YouTube Charts, Gab Start, heute mit einem neuen Video. Und zwar, ich bin extrem aufgeregt, nämlich heute wird es stattfinden. Ich freue mich übertrieben, Freunde. Ich kann es gar nicht so richtig glauben. Nämlich heute ist es endlich wieder soweit. Es wird ein riesengroßes Live-Event in Fortnite stattfinden. Und in diesem Video erfahrt ihr, wann dieses Live-Event stattfindet, dass ihr auch nichts verpasst. Und natürlich alle Informationen. Hä, hier war doch gerade einer. Ach, da hast du dich versteckt, Junge. Das Beste kommt von oben oder was? Aber nicht hier mit dem Eiskönig. Nämlich heute wird sich wirklich richtig viel verändern, Freunde. Alle Informationen gibt es natürlich in diesem Video. Und eine wichtige Ankündigung. Heute werde ich das Live-Event um 17.30 Uhr hier auf YouTube livestreamen. Falls ihr unterwegs seid und selber das Live-Event irgendwie nicht mitverfolgen wollt oder irgendwie Theorien mit aufstellen wollt, was jetzt in der Zeit davor passiert, könnt ihr gerne einschalten, Leute. Ab 17.30 Uhr bin ich live. Und wir werden das Event gemeinsam mitverfolgen, nämlich hier ist noch einer. Heute wird nämlich die Eislegion in Fortnite angreifen. Wir haben ja schon in den letzten Tagen einige sehr... Oh, der 142er. Zum Frühstück hab ich dich gesneakt. Oh, das war knapp gewesen. Wer will mich hier snipen? Heute, oh, da hat er mir aber nochmal gut gegeben. Heute wird nämlich auch ein sehr wichtiger Tag, was die Story von Fortnite anbelangt. Der böse Eiskönig ist ja aktuell zu dieser Stunde, es sind wirklich nur noch wenige Stunden übrig, bis es passieren wird, ist aktuell ja noch in der Eiskugel gefangen. Man geht davon aus, dass irgendwie diese Eiskugel aufbrechen wird. Und der Eiskönig mit der Eislegion die Fortnite-Karte angreifen wird. Ich werde euch hier, falls ihr die letzten Videos nicht gesehen habt, nochmal die Monster einblenden, die quasi gerade in den Datenfile zu finden ist und die dann ins Spiel reingebracht werden. Ähnlich wie bei den Fortnite-Mares können wir, denke ich mal, uns über ein 2-Wochen-Event erfreuen. Dieses 2-Wochen-Event wird sehr, sehr viele neue Herausforderungen mit reinbringen. Und hier war irgendwo noch einer gewesen. Ah, ich glaube, vor uns könnte noch... Ja, vor uns ist noch einer. Wird viele Herausforderungen mit sich bringen. Und diese Her... Oh. Okay, jetzt müssen wir pushen, aggressiv rein. Ah, grüß. Grüße gehen raus, wollte ich gerade sagen. Und wir werden unter anderem die Möglichkeit haben, uns einen Gleiter sowie eine exklusive, nur für dieses Event, Waffentarnung freizuschalten. Werde ich euch hier an dieser Stelle auch nochmal einblenden, haben wir auch die letzten Tage uns bereits schon angeguckt. Hierbei muss ich mich noch berichtigen, Freunde, mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar handelt es sich ja meist um geleakte Daten und da ist alles immer noch nicht so ganz sicher. Also man sieht halt Sachen aus den Datenfiles, Freunde, und da verändert sich ab und zu mal was. Und da habe ich euch ein bisschen falsch informiert und zwar im neuen Starter-Pack... Was ich euch gleich auch nochmal einblenden werde, ist leider zu meiner Enttäuschung... Warte mal kurz. Oh, schlecht von mir gespielt. Also das war wirklich ultra schlecht. Ja, weil ich da wieder zu offensiv, Freunde. Da wird man zu killgeil und dann rennt man so offensiv rein und dann passiert das. Das Starter-Pack werde ich euch jetzt nochmal einblenden. Dieses Starter-Pack wird es in den nächsten Tagen im Shop geben, beziehungsweise könnt ihr das da, wo ihr die V-Bucks kauft, dann euch auch besorgen oder im PlayStation-Store. Dieses Pack wird 4,99 Euro kosten und hierbei wird der Kobold-Skin sein oder Kobold, keine Ahnung, wie das Ding heißt, und ein Rückenaccessoire sowie 600 V-Bucks wird es geben. Also quasi ist das ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man das im Gegenzug zu den sonstigen Skin-Preisen sieht. Und ich habe euch darüber informiert, dass es zu diesem Pack eine Tarnung geben wird. Das ist nicht der Fall, nämlich diese Tarnung ist wirklich für diese Eislegion gedacht, für diese Challenges, die wir jetzt, denke ich mal, ab heute bekommen werden, beziehungsweise ab heute Abend, wenn das Live-Event, nach dem Live-Event wird ja halt die komplette Karte überarbeitet sein. Es gab jetzt auch nochmal auf den Server-Files ein kleines Map-Update und zwar zu dem Map-Update hat man...
bereits gesehen, dass die Schneekarte nochmal geupdatet worden ist, dass da einige neue Texturen hinzugefügt worden sind und man kann davon ausgehen, dass wir auch am Dienstag im Content-Update den neuen Schneemann erhalten werden. Viele werden sich ja daran erinnern, dass wir zu Weihnachten auch über die Weihnachtszeit die komplette Karte mit Schnee bekommen haben. Ja, dass er hier auch keine Tränke mehr dabei hat, ne? Das nervt gerade ein bisschen. Ich dachte, der hat ein bisschen mehr Gear dabei. Nicht mal Materialien, sonst was. Schade, Marmelade. Abfahrt. Können wir weiterfliegen. Aber das mit den Tränken... Ah, da ist das Flugzeug, Freunde. Wir werden mal hier einen kleinen Stopp machen und mit dem Flugzeug weiterfliegen. Aber ohne Blue Life, das gefällt mir gar nicht. Obwohl es ein sehr, sehr guter Start davon. 8 Kills und es leben immer noch 30 Leute. Sieht mal nach einer leckeren High-Kill-Round aus. Dann haben wir ja auch die Vermutung in den letzten Tagen aufgestellt, dass im Inneren des Eisberges ein Skin ist, beziehungsweise dass da irgendwas laut den Datenfiles zu finden ist. Das wurde jetzt auch nochmal offiziell, oder nicht offiziell, aber das hat ein Epic Games Mitarbeiter auf Twitter geschrieben, dass sich wirklich etwas in diesem Eisberg befindet und aus den Datenfiles, die ersten Bilder, die wir gesehen haben, handelt es sich hierbei um irgendeinen Skin, wahrscheinlich um den Snowfall-Skin, der quasi in Ketten gelegt ist und der sich jetzt versucht gerade zu befreien. Viele Leute gehen davon aus, dass es sich um den Fire King handelt oder um Prisoner-Skin. Also die Leute reden immer von Fire King und Prisoner-Skin, der sich hier quasi in Ketten, Gefangenen-Skin, der sich da in dem Eisberg verbirgt. Und ich bin wirklich gespannt, wenn der Eiskönig, der blaue Eiskönig, der wirklich sehr, sehr böse aktuell in der Kugel aussieht, der bündelt... Schießt er nicht mit seinen Granaten rum? Der bündelt gerade seine Kraft in seinen Händen und da entsteht so ein kleiner Würfel, den wir bereits schon... Raus hier. Aus den letzten Events kennen. So, warte mal, wo ist der hier? Zwei Leute hier noch. Ach du Scheiße. Ja, das meine ich. Ja, Grüße gehen raus, Alter. Ich habe das Gefühl, dass das gleiche wieder mit der Runde gewesen ist. 41 Leben, kein Heal-Zeug, kein Heal-Stuff. Was geht hier ab? Ja, jetzt können wir einige Pilze sneaken. Und Glück haben, dass das die Depot oder die Wot noch eventuell irgendwo Bandagen liegen. Ansonsten sehe ich hier nicht sehr gut für die, nicht sehr rosig für die Runde aus. Oh, obwohl es so ein guter Starter war. Gib mir mal hier die Pumpgun. Und ja, wie gesagt, ich werde euch mal hier auch nochmal die Karte einblenden. Die Karte hat einige neue Texturen bekommen. Am Dienstag wird es denn den Schneemann geben. Der Schneemann wird quasi, also es wird wahrscheinlich heute auch schon so sein, dass verschiedene Schneedekorationen, denke ich mal, verfügbar sein werden. Und da oben ist einer. LOL? Da im Baum ist einer. Oh, destroyed, Bruder. War natürlich klar gewesen, dass der auch keine Heiltränke mit dabei hat. Oh, hier ist gerade noch einer geflogen. Habt ihr gerade noch was gehört? Ich bin echt mal gespannt, was heute bei diesem Event passieren wird. Also ich gehe davon aus, dass wir wirklich hier wieder was sehr, sehr Großes miterleben können. Dass es hier auch nachhaltige, also eine große Map-Veränderung dann geben wird, von der wir jetzt so noch gar nichts wissen. Wir erinnern uns ja an das letzte Live-Event. Dieses Event wurde ja auch wirklich jetzt sogar über die Fernseher angekündigt. Also wird das hier definitiv nix Larifari-mäßig sein. Okay, da oben, den hätten wir uns easy holen können. Oh, hier kommt noch einer. So, da oben ist noch einer. Wir könnten jetzt hoffen, dass er runterkommt. Komm runter, Bruder. Ich finde es äußerst interessant, muss ich auch sagen, dass man die Events jetzt im Laufe, also inmitten der Season macht. Also ist ja noch so ein bisschen...
Oder ich habe kein Leben. Was soll ich hier machen, Alter? Boah, was ein Glück gehabt, Alter. Ey, das ist wirklich die krampfigste Runde seit langem mal wieder. Aber es liegt einfach daran, ja, weil wir sehr, sehr defensiv spielen müssen. Weil wir einfach kein Heilzeug haben. Und dass wir wieder nur darauf ankommen, wer den besseren Loot hat. Und ich sag euch definitiv, mit 86 Leben, was wir gerade haben, sind wir einfach One-Hit. Da könnt ihr noch so gut spielen, wie ihr wollt. Ihr seid wanted. Wenn euch einer mit der Laser-Scar erwischt, seid ihr weg von Fenster. 72er Headshot. Mehr müssen wir darüber nicht sagen. Und hier ist auch wirklich nichts mehr, ne? Kein Loot, kein... Nicht mal mehr Pilze sind hier. Komm, den ein. Paulberger sneaken wir uns noch. Ja, aber dumm. Viele fragen immer, wieso ich kein Desert Pump spiele. Ich habe die Frage auch schon relativ oft beantwortet. Aktuell ist ja immer noch die neue Meta, die sehr viele Profispieler auch spielen. Desert Pump Gun. Desert Eagle Pump Gun. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir persönlich nicht so gut. Weil ich einfach ein sehr offen... offensiver Spieler bin. Und ich finde irgendwie, es spielt sich mit der... mit der MP einfach viel aggressiver, weißt du? Also man kann natürlich auch aggressiv mit der Desert Eagle spielen, aber ist Geschmackssache, ne? Also einer hat so einen Playstyle, ich spiele so gerne. Hat der denn jetzt mich gesniped hier? Bestimmt da vorne in seinen Bunker-Munker, Digga. Ich sehe schon jetzt den Headshot, Bruder. Wir haben uns so durch die Runde durchgesneakt. Der war hinter mir, glaube ich. Ja. Richtiger Headshot. Oh, Jackpot, das Schwitzen hat sich ausgezahlt. Here we go, boys. Der Chuggy Chuck Chuck ist am Start. Das sieht nach einer stabilen, ja, ich würde 16-Plus-Round sagen. Ich weiß nicht so richtig. 8 Leute leben gerade noch. Okay, 7 Leute leben gerade noch. Ich habe keine Ahnung, das ist wirklich in letzter Zeit im Solo gegen Solo. Im Endgame, es leben nur noch so wenig Leute. Ist zu krass, ne? Also ich glaube, ich muss wirklich mal, viele haben auch geschrieben, ich soll mal auf Solo gegen Duo umsteigen. Muss ich wirklich mal machen, um mal wieder die guten 20er-Bombs zu droppen, weil ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, im Solo gegen Solo ist es fast unmöglich geworden jetzt. Es kommt natürlich darauf an, was du für Lobbys hast, aber 20er-Bomben, das ist einfach, die Leute können mittlerweile bauen. Und es dauert eine halbe Stunde, bis man so ein Fight... Aha. Aha. So ein Fight gemacht hat. Übrigens, das Live-Event findet heute Abend, falls ihr auch nicht bei mir zugucken wollt. Falls ihr einfach so selber für mit euren Freunden gucken wollt. Ey, was macht er da? Der nervt. Ach du Scheiße. Okay, das ist so eine schlechte Leistung gerade von mir gewesen. So schlecht, Alter. Wir hatten 200 Leben und ich gehe einfach so... Ich gehe einfach wie der größte Anfänger in den 1 gegen 1 Fight rein. Wow! Kranke Geschichte, 74 HP, GG, die beste Voraussetzung, in die Runde hier noch zu gewinnen. Das Live-Event wird heute um 20 Uhr stattfinden. Aber davor, wir kennen es ja auch schon aus den anderen Events, dass davor halt immer kleine Vorstufen passieren. Und das will ich natürlich ab 17.30 Uhr dann mitverfolgen.
So, jetzt pass auf, Freunde. Mit ein bisschen Glück. Laserscar. Boah, die Scar ist krank, Digga. Das war's für den Kollegen. Kann man nichts machen. Und er hat natürlich auch nichts zum Heilen da. Ja, GG. Ja, zwei Leute leben noch ein bisschen weit. Defensiv schon. Vielleicht haben wir Glück, dass hier noch einige Äpfel rumliegen. Das wäre lecker, schmecker, viel Spaß, Entdecker. Ah! Auf den Apfelbaum ist doch regelmäßig Verlass. Ja, aber trotzdem, ich sag... Der hat sich verbaut gehabt, Idiot. Haha. Das war's für dich. Wichtige zwei Hits. Aber er muss kommen, er muss zuerst aus der Zone rauslaufen. Ansonsten... Was, Brudi? Oh, da kommt doch schon der Nächste. Ja, der dürfte uns nicht einmal hitten. Der dürfte nicht mitbekommen, dass wir kein Blue Life haben. Ansonsten würde er aggressiv reinpushen und einfach wegfetzen. Oh mein Gott! Zerlasert, Digga. Ach du Scheiße, was war das gerade gewesen? Aber das hast du nicht offen mit der Scar, ne? Gut, Statistik ist jetzt wirklich gar nicht so dolle. Aber trotzdem 17 Kills. Ich denke mal, eine ganz solide Runde gewesen, Freunde. Wir sehen uns heute Abend 17:30 Uhr im Livestream. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, guckt dein Standard-Zulitz-Skill. Bis. Hey.